Okay. Das heißt, das hier war für extra. Ja, doch. Ist durchaus ein angenehmes Ergebnis für einen Extraraum. Ist das eigentlich versperrt gewesen? Nö. Nicht wirklich. Tod voraus. Wahrscheinlich eher Gegner voraus, aber okay. So. Muss die aber nicht töten, richtig? Ich kann doch einfach hier runter. Und dann. Bah. Speichert's. Das ist schon mal ganz nett. Danke. Oh, ich sehe nichts. So und lang. Wir überspringen einfach mal die Gegner. Okay. Da heck. Ah. Ha, beinahe wäre ich drauf reingefallen. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Das stimmt. Okay. Nice, wieder in deine Jump'n'Run-Passage. Habe ich schon beinahe vermisst. Mist. Nichts gemacht. So. War. Ist dann schon etwas heftigeres Jump'n'Run. Ja, ist doch ganz gut. Ah, ich liebe Jump'n'Runs. Schupp. So. Da hoch. Da drauf. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Was ist da drüben? Ha. Ha. Wir können auf jeden Fall wieder hier hochspringen. Das ist mysteriös. Die Schweineschnauze fällt auch kaum auf. Ich glaube, hier ist eher das Problem, wie wir an die rankommen. Hm. Boing. So. Reicht das? Ja, doch, das reicht. Sehr schön. Jupp. Okay, aber was die Arena da unten bedeutet, weiß ich immer noch nicht. Da es speichert, bedeutet das wohl Gegner. Hallo. Kaputt. Bam. Au, wow, wow, wow. Come on. Okay. Bam. Ah, Mist. Dachte ich mir schon fast. Egal, jetzt haben wir, glaube ich, wieder etwas mehr HP. Ne, speichert er unsere HP. Was rede ich da immer? Okay. Bam, 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 bam. Und das hier. Bam. Kaputt, bitte. Einfach weiter draufhalten. Das geht, glaube ich, ganz gut. Come on. Nein. Bam, 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 bam. Come on. So, müssen wir das machen. Oh, nice. Nein, ich habe doch die Rosenblüte eingesammelt. Oh. Ihr habt's gesehen. Ich habe sie noch eingesammelt gehabt. Ah. Okay. Bäm, 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 bäm. Oh. Das ist natürlich jetzt schon mal ein guter Start. So. Bam, bam. Okay. Komm on. Oh man. Eigentlich relativ leicht. Wow. Rosenblüte. Komm, bom, 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 bom. Lass mich nicht töten. Du auch nicht. Auch wenn ich gerade keine Munition mehr habe. Oh nein. Wow. Bam. Nice. Das war.
Da, du auch noch. So. Oh, nice. Geschafft. Und jetzt können wir uns noch gemütlich das Extra holen. Juhu, wir kommen ja richtig weit voran in dieser Episode. Mal schauen, ob wir schon zum nächsten Gebiet kommen. Bin natürlich immer gespannt. Ihr natürlich auch. Bam. Wow. Nicht so schnell, Alice. Hallo. So, das Gegner. Ihr könnt mich aber mal. Hoffentlich. So, leicht. Vielleicht. Oder so irgendwie. Erinnerung. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Oh ja, oh ja. Ist ja selbst bei den berühmten Porträts, glaube ich, so, dass die Leute, die porträtiert wurden, meistens persönliche oder psychische Probleme hatten. Naja. Wer die nicht? Naja. Egal. Weiter geht's. Bam, bam, bam. Das sieht doch mal sehr cool aus. Ah. Ein weiterer Test für uns. In das Gemälde, Alice. Erinnert einen fast ein bisschen an Super Mario 64. Dam. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Okay, meinte damit Alice? Interessant. Bam, alle Gegner beseitigt. Das war gerade eine Mischung aus beseitigt und besiegt. Keine Ahnung. Hopp. Schön. Komm. Chip, auch wenn die Steuerung hier leicht komisch ist. Nein. Da können wir nicht hin. Okay. Hab's verstanden, dann lasst mich wieder auf eure Wolken. Ich schwebe gerade auf Wolke 7. Boing. Juhu. Sehr schön. Ja, die Level sind jetzt nicht so sonderlich schwer. Boing. Dann kann ich hier noch rüber. Sehr schön. Pfirsich einsammeln. Ich weiß nicht, was diese Pfirsiche bringen, weil wegen einem Zahn. Bisschen komisch, aber gut. Ob die eine versteckte Eigenschaft haben? Schupp. Dankeschön. Lieber Luftstrom. Die Kamera ist bei dem Spiel auch meistens recht gut geworden. Was muss man sagen? Stört jetzt nie. Was zur Hölle passiert hier gerade? Oh, okay. War schneller. Dachte schon. Oh. Erhöh. Ja, ich dachte schon und dann vertraue ich's. Da kommt sie wieder. Wir müssen früh genug abspringen, denn die Steuerung ist in dem Teil leicht verzögert irgendwie. Zumindest habe ich das Gefühl. Moin. Small Alice. Jetzt mit noch mehr Little. Boing. Okay. Schrumpf mich mal. Sieht mir sehr gefährlich aus. Dachte schon. Boing. Aua. Natürlich jetzt sehr nett. 41. Kein Geheimlevel. Hopp. Sehr schön. Ich frage mich, wie sie auf die Zahl 3 kommen für das Ganze. Da. Na, ich sag ja, leicht verzögert. So, gehen wir gleich hier rüber. Um uns das dann in Zukunft ersparen zu können. Können wir das hier drücken. Und das.
generiert uns ein paar extra Luftströme. Oh Mann, man muss hier ganz schön aufpassen. Aber man kann immerhin auf die Dinger hier drauf treten. Hopp. Das sind überall versteckte Dinge. Ah, ich gehe mal trotzdem erstmal weiter. Hier hin? Okay. So viele Wege. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. First World Gamer. Buh. Problems. Wow, die wird schneller, wenn man... Shit. Die wird schneller, wenn man springt. WTF. Das ist eine sehr komische physikalische Eigenschaft. Hier. Jetzt noch nicht. So. Hopp, hopp, hopp. Na, Mist. Aber so wirklich ausweichen kann man dadurch nicht mehr. Das ist etwas unschön, wenn man das mal so sagen darf. Ich glaube, ich sollte lieber regulär... Na, come on. Schaffst das, Headset-Sniper. Du schaffst das. Bringt das? Nein, man kann ja nicht springen in dieser Welt, während man klein ist. Sonst würde das wahrscheinlich was bringen. So. Und so. 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 Ja, das ist viel besser als zu springen. Keine Ahnung, wieso sie das mit dieser komischen Physik gemacht haben hier. Na gut, wir sind fertig. Raus hier. Schleichender Verfall ist ein direkter Treffer mit der T-Kanone nicht gewachsen. Okay. Und es scheint weiterzugehen. Das ist hier auch nichts. Ne. Bam, bam, bam. Okay. Wow, jetzt sieht es dann so langsam aus wie Okami. Das Wii Game. Oder ich glaube für PlayStation 2 gab es das auch. Alles so mit Tinte gezeichnet. Wobei es sah eigentlich vorhin schon ein bisschen wie Okami aus. Aber jetzt mit diesem Schwarzen fällt es mir erst richtig auf. Hm. Interesting, interesting. Auf jeden Fall nähern wir uns, glaube ich, dem Zentrum der Wunderwelt. Wenn die Level jetzt gerade nicht mehr viel mit der Vorlage zu tun haben. Ich wüsste da nicht, wo da Ameisen drin vorkämen. Wobei, ich muss immer noch das Buch mal durchlesen. Das richtige, originale Alice-Buch. Dam, dam, dam. Nö, da ist nichts. Da vielleicht. Da ist auch nichts. Okay. Dun, 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 dun. Ich würde sagen, die Raupe. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Wow. Wow. Hey. Das sieht ja interessant aus. Oh nein, bitte keine Spinnen. Ich hasse Spinnen. Kommt jetzt ein epischer Bosskampf? Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Ey, nein. Wir gehorchen niemand. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Ah, ein Kokon, keine Spinne. Tut mir leid. Die Zeit verändert uns alle. Oh. Zum Streiten gehören immer zwei Dummköpfe. Oh ja. Wie wahr, wie wahr. Ah.
diese Tipps. Sehr gut. Hey, du da. Das reicht jetzt. Bist wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tschüsse, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da?